Finden und eliminieren Sie die zugewiesenen Ziele, ohne von anderen Spielern getötet zu werden. Hallo liebe Assassinen-Fans, heute zurück mit einer neuen Folge Assassin's Creed Multiplayer. Mein Name ist wie immer Questmaster Ike und ich spiele heute mal nicht live, sondern Post-Commentary. Und zwar, weil ich einiges ansprechen wollte in dieser Folge und zufälligerweise mir eine extrem spannende Folge ausgesucht habe. Diese Session ist auch ein Beispiel dafür, dass Runden, die nicht so geil anfangen, beziehungsweise auch zwischendrin total mega ultra kacke laufen, auch gut enden können. Zumindest extrem spannend. Der Anfang war natürlich noch extrem gut, hier mit einem Drop, Smoke Bomb, Kill, obwohl ich wusste, wo mein Verfolger ist. Das heißt Kill und Betäubung gleichzeitig. Das ist natürlich immer top. Aber wie das meistens so ist bei guten Runden am Anfang, es geht danach richtig, richtig steil bergab. Nun ja, und das war ein Glückstreffer. Ich habe bis zur letzten Sekunde auf jeden Fall gebangt, wie das ausgehen wird. Und dementsprechend bin ich jetzt auch gespannt, wie das Ganze euch gefallen wird. Oh, what the fuck. The game hacked me. Ab diesem Zeitpunkt ging alles schief. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel mit mir gemacht hat. Ich werde durch die Wand durchgekillt. Ich kann einen nicht stunnen aus irgendeinem Grund. Es passiert so viel. Das ist unglaublich. Nun ja, aber ich denke, das überlasse ich euch jetzt alles hier so schön beim Zuschauen und konzentriere mich lieber auf mein anderes Thema. Denn mir ist irgendwann mal aufgefallen, so, Assassin's Creed Super 3, voll geil eigentlich, macht mir auch richtig fett Spaß. Aber ich habe leider immer so das Problem, dass ich keine Mitspieler finde. Und das ist extrem schade, weil ich ein wirklich sehr kommunikativer Spieler bin. Und auch wirklich sehr gerne mit Leuten spiele. Und dann knifft er mich aus irgendeinem Grund und ich bin total verwirrt und habe keine Ahnung, woher mein... Wow. Keine Ahnung, was da eben passiert ist. Das muss ich mir auch noch 5-mal angucken, bis ich es endlich verstehe. Auf jeden Fall. Ich möchte ja sowieso gerne den Multiplayer etwas supporten. Nennen wir es mal so. Weil ich habe nämlich schon öfters festgestellt, hey, Assassin's Creed Multiplayer, voll geil. Sehr, sehr viele Menschen spielen Assassin's Creed. Mittlerweile gibt es ja in jedem Teil sogar einen Multiplayer. Aber sie interessieren sich nicht dafür. Das ist für mich persönlich ein sehr großer, naja, nicht Irrglaube, sondern ein Versäumnis irgendwie, dass man da nicht wirklich drauf eingeht. Also ich kenne mehrere Freunde, mir fallen jetzt spontan zwei ein, die Assassin's Creed besitzen, es ultra durchsuchten, es mega geil finden, aber sie der Multiplayer einfach null interessiert. Um ehrlich zu sein, das liegt auch teilweise an Ubisoft. Ich habe mir jetzt die E3 angeguckt und da sehe ich dann so schön, ja, wir haben ein neues Assassin's Creed, es ist mega geil, wir haben eine ultra mega große offene Welt, wahrscheinlich die größte, die je gemacht wurde in einem Spiel. Dann haben wir super coole Geschichte hier mit Edward Kenway, dem Vater von... Haytham Kenway und dem Großvater von Connor Kenway. Wir haben Seeschlachten. Oh, wir haben Multiplayer. Und wusstet ihr schon die riesengroße neue Welt? Ja, die ist natürlich super geil. Es wird Blackbeard zu spielen sein. Ungefähr so ist es. Und da ist es jetzt nicht mal mehr übertrieben. Wenn es nicht solche YouTuber geben würde wie Rainian Stormwake oder... ja, okay, Sexy Let's Plays nehmen wir jetzt auch mal. Oder die Lady Trickster, die wirklich auf die E3 fahren würden und die Leute explizit ausfragen würde, hey, wie sieht das jetzt aus mit dem neuen Multiplayer? Dann würde man nicht so groß an Infos kommen. Und ich finde das einfach so eine, naja, nennen wir es Marketinglücke, weil einfach da kein Support dahinter ist. Und jetzt kam der kleine Questmaster Ike daher. Es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man eine Seite hätte, wo man das Ganze ein bisschen supportet.
Und das kam mir so nach der dritten Session. Naja, okay, ich habe jetzt nur 3 Sessions gemacht. Auf jeden Fall kam es so nach ein paar Sessions von Super 3, dass das Prinzip ja eigentlich von einem Turnier als Reiz ziemlich geil ist. Man könnte wirklich Turniere in Assassin's Creed besser organisieren, um dadurch einigen den Multiplayer zu versüßen. Und da geht es jetzt zum Beispiel auch um irgendwelche Preise, weil Sovi.de hat man zum Beispiel schon angeboten, wenn das Ding richtig gut läuft, sind sie auch bereit, einen Paysafe-Card oder irgendeinen Preis zu sponsern. Natürlich ist das auch in dem Sinne Marketing für Sovi.de, aber es ist eigentlich eine richtig geile Idee, denn mit Preisen könnte man Leute herlocken. Und da kam jetzt meine Idee, wie gesagt, ich mache diese Seite. Ich habe jetzt auch schon richtig ein Konzept. Sie ist auch mittlerweile schon auf meiner Webseite online. Und zwar nennt sich das ganze Project Anime. Ich wollte eigentlich am Anfang AC Tournaments nennen. So richtig schön mit Assassin's Creed so Style und dann als Untertitel Tournaments sowie Variations. Aber da war ich mir nicht ganz sicher, wie das Ganze ausschaut, da mit rechtlichen Gründen und allem. Aber deshalb bin ich jetzt auf Project Anime umgestiegen, weil das hat immer noch einen gewissen Bezug, weil der Animus ist ja sozusagen das Ganze, wo der Multiplayer stattfindet und das soll alle Animus miteinander verbinden, das heißt uns Multiplayer-Spieler. Die Idee dahinter ist, dass jeder, aber auch wirklich jeder, ein Turnier erstellen kann. Das funktioniert dann so, dass er im Grunde angibt, in welchem Spiel er das machen will. Ob er jetzt Assassin's Creed Brotherhood sogar, weil Brotherhood wird mittlerweile gar nicht mehr gespielt, habe ich zuletzt festgestellt. Revelations. Oder alle drei, so ein Super 3-Mix mit Deathmatches in allen drei Spielen. Das wäre im Grunde meiner Meinung nach richtig fett. Und wenn man dann auch noch weiterdenkt, dadurch könnte man wirklich so ein Einladungsturnier wie zum Beispiel Weltmeisterschaften organisieren, in dem halt wirklich die besten Spieler gekürt werden. An sich ist das Prinzip der Website sehr, sehr einfach und es ist auch wirklich sehr einfach umzusetzen. Es organisiert sich quasi alles von alleine. Das ist es wirklich krasse. Es wird im Grunde nur eine E-Mail an mich geschrieben. Hey, ich würde gerne ein Turnier mit so und so viel oder mit den Einstellungen machen. Zack, mache ich. Und dann gibt es eine Anmeldefrist bis dahin, wo sich alle anmelden können. Natürlich muss da dann ein bisschen was von eigener Seite kommen, weil ja Ubisoft das nicht supportet. Und dementsprechend müsst ihr halt dann in dieser Hinsicht die Spieler adden. Aber wenn ihr keinen Bock mehr danach auf sie habt, dann könnt ihr sie auch einfach löschen. Aber meistens, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, wenn man ein paar Spieler addet und dann spielt man ein bisschen mit denen, ist halt auch richtig fett, wenn man ein paar mehrere Freunde hat. Dann kann man mit denen wirklich richtig, richtig viel anfangen. Und das macht einfach richtig Spaß, sich da mit mehreren zu challengen. Ihr könnt mir gerne unter das Video schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch, wenn ihr skeptisch seid, könnt ihr auch gerne auf meiner Website mal vorbeigucken, questmasteralk.de. Ist auf meinem Kanal auf jeden Fall alles verlinkt, wie das alles jetzt mal in den Kinderschuhen aussieht. Im Moment habe ich nur so das Grundkonzept vom Design her. Aber es läuft eigentlich schon ziemlich. Und dementsprechend wird das Ganze dann laufen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das noch mit Profilen mache, weil im Grunde gibt es ja schon das Assassin's Network, wo man Freunde haben kann und Clans und so weiter. Aber für die Turniere an sich wäre das schon richtig cool. Wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet. Liked im Notfall sogar das Video, weil jetzt wird es spannend. Es ist die letzte Minute vom Video und da wurde ich durch die Wand gekillt, wie schon erwähnt. Dieser 1700-Punkte-Kill in der Mitte des Videos war ziemlich fett und er hat mich auch extrem nach vorne gebracht und ich finde es allein schon beeindruckend, dass 2 Spieler am Ende dieser Sitzung über 7000 Punkte haben, weil allein schon 2 mit 6000 Punkte ist relativ selten, habe ich festgestellt, im Deathmatch. Aber egal. Ich kommentiere jetzt noch auf jeden Fall am Ende das Spiel, weil ich habe ja jetzt schon alles gesagt, was ich hier wollte.
ja, auf jeden Fall guckt vorbei. Hier wurde ich noch vergiftet. Und natürlich mein letzter Move. Ich dehne mich noch am Ende ein bisschen. Denn ich bin Erster mit jemandem zusammen. Aber leider hat der gute Freund danach das Spiel verlassen. Und ich bin allein Erster. Finde ich auch geil. Dafür gab es richtig, richtig fett Punkte. Und das hat mir extrem Spaß gemacht. Ich bin danach, bin ich richtig ausgeflippt vor Freude. Ich hoffe, euch hat das auch jetzt heute gefallen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Sagt mir, was ihr davon haltet. Sagt es notfalls anderen Assassin's Creed Multiplayer Leuten weiter. Denn so wird das Ganze öffentlich.